Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch mal wieder zu einem kleinen Unboxing. Ich habe nämlich ein Päckchen bekommen von Anchor X mit der neuen Fernbedienung. Und das ist nicht nur eine neue Fernbedienung, nein, das ist eine Air-Maus. Die wollen wir jetzt mal auspacken, gucken, was drin ist. Dafür muss ich mir erstmal meine Brille holen. Moment. So, Brille geholt. Air-Maus. 2,4 GHz, Air-Maus, Wireless Keyboard, für Gaming auch, und Voice-Funktion ist auch drin. Ich zeige euch das mal, hier steht das dann nämlich alles. Und dann haben wir hier für Android, Windows, Mac und Linux, also auch für den PC kompatibel, wenn ihr da eine Air-Maus brauchen solltet. So, Applikation, Windows TV, Android TV Box, Mini PC, SAT TV, Beamer, HDCP. Seht ihr denn hier so? Und wir werden die dann nachher auch gleich mal an der Android-Box testen. Ach, die gibt es in Weiß, Black oder... Da ist auch jetzt nichts angekreuzt. Also ob die dann in anderen Farben noch kommen wird, weiß ich nicht. Und wann es die jetzt direkt bei Anchor X gibt, kann ich euch so jetzt noch nicht sagen. Ich schreibe euch das natürlich in die Videobeschreibung, da werde ich mal nachfragen. Dass ich euch, oder ob es woanders gibt, dann haue ich euch nämlich den Link mit rein. So, dann haben wir hier einmal halt so. Da ist dann halt hier die Fernbedienung. Und dann haben wir hier so einen kleinen USB-Clip, der halt die Verbindung zum Gerät macht. Den machen wir mal wieder da rein, damit er nicht verloren geht. Und das ist die ganze Fernbedienung. Und auf der Rückseite haben wir ein Keyboard. Da seht ihr das. Und hier... Auch hier wieder schön mit Klavierlack. Und die Originalfernbedienung von Anchor X, das ist diese hier. Halte ich euch mal daneben. Die ist halt matt. Und von der Dicke her könnt ihr euch das auch mal so ein bisschen angucken. Ist die halt ein bisschen schmaler. Na, um die Hälfte so eher schmaler. Liegt auch gut in der Hand. Oh, hier sind sogar Batterien drin schon. Und Batterien wechseln wir. Wo wechseln wir die Batterien? Hinten ist halt ohne drauf Air-Maus, dass man die halt so bewegen kann. Das werde ich euch auch gleich alle zeigen. Ah, hier unten. Einfach so nach unten ziehen, auf der Rückseite, wo das Keyboard ist, und dann kann man das abmachen und da sind zwei Batterien drin, zwei kleine. So, dann wieder zu. Kann man hier oben noch was abmachen? Nee, hier oben kann man nichts abmachen. Nee, das ist schon die ganze Fernbedienung. So, ersten Augenblick von der Haptik finde ich die ganz gut. Wir haben jetzt hier auch eine TV-Taste, wir haben eine Internet-Taste, wir haben eine Filmtaste, also so mit einer Klappe drauf. Lupe haben wir, Vor-Zurückspulen haben wir. Ja, dann müsste ich dann mal gucken, welche Taste denn halt für die Favoriten ist, wenn ich Film gucke. Das werden wir nachher gleich mal alle testen. Ja. Dann würde ich sagen, dann wartet soweit zum Unboxing. War ja jetzt nicht groß, viel war jetzt nicht drin. Jetzt werden wir die gleich mal anschließen an die Anchor X und dann mal gucken, wie sie sich bedient und was die Favoritentaste denn ist. Und auch die Air-Maus-Funktion machen. Ach, oben ist das Haus. Hier ist das Haus. Habe ich gar nicht so gesehen, weil bei der Anchor ist das Haus schön blau, schön groß. Und hier ist es dann auch in der Mitte, aber da oben nur so leicht. Hier ist zurück. Okay. Gut. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video, im Hardware-Video, wo wir das erste Mal anschließen werden und natürlich benutzen werden. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.